Liebe Brüder, liebe Schwestern, werte Anwesende, ich begrüße euch heute Abend zu unserer Nudelmesse. Diese Nudelmesse hat einen besonderen Anlass. Wir überreichen heute der Dresdner Gemeinde, unserer Kirche, ihr geweihtes Nudelholz, auf dem, ähnlich wie auf die üblichen ähnlichen Instrumenten in Synagogen, unsere wichtigsten Glaubenssätze verzeichnet sind, vor allen Dingen der allerwichtigste, nämlich unser Glaubensbekenntnis. Mit der Übergabe dieses Nudelholzes ist diese Dresdner Gemeinde dann selbstständig. Wir haben bei uns keine Chefs. Auch ich bin nicht der Chef in religiösen Dingen. Wir haben einen Nudler und dieser Nudler geht immer die Reihe rum und dieser Nudler, der hält dann immer die Messen. Mal der eine, mal der andere. Wer nicht will, der braucht auch nicht. Gut, der macht das nicht gerne. Aber es gibt kein religiöses Oberhaupt. Deshalb kann ich jetzt auch nicht sagen, das ist das religiöse Oberhaupt der Dresdner Gemeinde, aber das ist der Initiator der Dresdner Gemeinde und deshalb bekommt er auch dieses Nudelholz, dieses geweihte heilige Nudelholz überreicht. Das werden wir jetzt gleich erstmal am Anfang machen. Also, die Familie Longus, ich überreiche dir dieses wunderschöne Nudelholz. Möge es viele Nudelmessen begleiten und euch viele Gemeindemitglieder schenken. Vielen Dank. Amen. Wer es noch nicht weiß, das ist der Gruß, den Bastafari gebrauchen. Warum sieht man so verbunden? Jetzt darfst du dieses Päckchen in aller Würde und Ruhe auspacken. Dann würde die Leitung der weiteren Veranstaltung an dich übergehen. Ich sehe noch nicht ganz. Nimm mal die Finger weg, dann heißt ja die Gacke, dass du schön Hintergrund hast, wo sichtbar ist. So, bevor dann die Übergabe auf der Leitung unserer Messe erfolgt, gibt es erst noch eine wunderbare Pflicht, eine sehr angenehme Pflicht. Wir werden heute 3 weitere Mitglieder in unseren Verein aufnehmen. Eins steht schon vor uns. Die beiden anderen, die willens sind, unserem Verein und damit unserer Kirche beizutreten, bitte ich jetzt neben mich. Die meisten werden es schon wissen, wir nehmen niemand auf, von dem wir nicht sicher sind, dass er wirklich hundertprozentig zu uns passt. Da es uns selbst zu schwer fällt, diese Entscheidung zu treffen, ob jemand zu uns passt oder nicht, haben wir diese Entscheidung in die Hand unseres Monsters gelegt. Deshalb muss jetzt jeder dieser 3 ein Gottesgericht, ein Monstergericht, ein Nudeltest, wie immer man sagen will, bestehen. Nur wenn er den besteht, wird er wirklich aufgenommen. Ich bitte dich, Elis Pirelli, jetzt den ersten Teil, der zu diesem Test gehört, jedem zu übergeben. Ich vermute, die Penne werden nicht reichen, aber noch mehr. So, dann auf dieses Spaghetti werden jetzt Penne gefädelt. Von Anfang bis zu Ende. Am Ende wird dieses Spaghetti waagerecht. Ich sage das deshalb, weil die Schweizer, die Teile unserer Zeremonie übernommen haben, leider die schriftliche Übermittlung ihrer Zeremonie falsch verstanden haben, als ich ihnen geschrieben habe, dann, dass das Spaghetti mit beiden Händen hochhalten
Aber haben nicht waagerecht geschrieben, haben sie diese Spaghetti so hoch gehalten. Aber es sah prima aus und es ist jetzt Schweizer Tradition. Aber wir machen es nach wie vor so. Bitte bedient euch. Nehmt zuerst die Penne, bildet sie nach und nach auf der Spaghetti. Ja, genau. Ihr könnt auch gern das Spaghetti irgendwann, wenn es schwierig wird, am Körper abspitzen. Nur am Ende muss es oben sein. Das sage ich jetzt den dreien nicht, damit die das auch wirklich ernst nehmen. Aber wenn es beim ersten Mal nicht klappt, weil wir wollen ja keine Vereinsmitglieder haben, dann haben wir noch ein ganzes Bäckchen neue Spaghetti. Sind die lang? Es ist wirklich schwierig. Also wenn wir unten sind, nehmen wir immer die langen, weil das einfach mehr Spaß macht. Also sonst, wenn das Fernsehen dabei ist, dann machen wir dann auch mal die kurzen. Es wird am Ende schwierig. Es kann sein, dass es ein abgebrochenes ist. Das machen wir dann alle gemeinsam. Ja, gut. Hallo, Moment. Wir müssen alle gleich. Und dann müssen wir mal davon von dem Monsterfuß. Kriegst du mal einfach ein Foto abgeholt? Stell auf alte Leute und mach mal ein Bild. Dritter, hast du mir gut davon gekommen. Und nun bitte ich euch, den Test zu bestehen. Grüß unser Monster mit den Worten: Monster, ich grüße dich. Monster, ich grüße dich. Wow! Und wir können alle erkennen, es war eine gute Auswahl heute Abend, obwohl ein Spaghetti. Ja! Der Gruß war vorbei. Der Test war bestanden. Nun haben wir ein kleines Problem. Aber bei dir können wir das ja noch ändern. Genau. Weil wir haben nur zweimal Dienstleitung mit. Ihr wisst ja, an Bord muss man Dienstleitung tragen. Einmal für dich. Zusätzlich zur Erklärung, gestartet sind wir als Kirche des fliegenden Spaghetti Monsters Berlin-Brandenburg. Weil auch Leute aus anderen Bundesländern mitmachen wollten, haben wir uns geöffnet und sind jetzt die Kirche des fliegenden Spaghetti Monsters Deutschland. Die Hemden hatten wir etwas zu früh gemalt, deswegen jetzt das D-Namen. Das hast du schon, ne? So, unsere Crew ist gewachsen. Wir sind stolz auf euch und übergeben jetzt den weiteren Ablauf der Handlung an Nutus Longus. Ich werde dich jetzt erstmal zu Beschwerden machen. Ich wünsche dir einen guten Tag.
aus. Kannst du ausziehen, ja. Achso, wir servieren dir jetzt natürlich immer ein bisschen. Was wärmt du das besser? Ich Und bitte jetzt mal jeden, der mit uns das Glaubensbekenntnis ablegen möchte, nach vorne. Da darfst du gleich wieder aufstehen, Mann. Das ist so gut für die Bewegung. Ja, wohl, ich hab's schon. Ich fand schon gesagt. Das ist bloß ein bisschen blöd, wenn ich jetzt hier, kann ich ja so stehen lassen. Das ist egal, das ist einfach, alles ist eingestellt. Ja, und ich hab's jetzt. Also, Hände zum Gruße. Und dann sagen, also, ich glaube an das fliegende Spaghetti-Monster. Ich glaube an das fliegende Spaghetti-Monster. Die Mutter, der niemals die Energie ausgeht. Die Mutter, der niemals die Energie ausgeht. Die Gebärende des sphärenklingenden Himmels. Die Gebärende des sphärenklingenden Himmels. Und der evolutionsfreien Erde. Und der evolutionsfreien Erde. Ich glaube an Bobby Henderson, seinen Propheten. Ich glaube an Bobby Henderson, seinen Propheten. Empfangen durch das World Wide Web. Empfangen durch das World Wide Web. Geboren von deiner lieben Mama. Geboren von deiner lieben Mama. Gelitten unter Kreationisten. Gelitten unter Kreationisten. Genervt, gelangweilt und veralbert. Genervt, gelangweilt und veralbert. Hinabgestiegen in das Reich des Fundamentalismus. Hinabgestiegen in das Reich des Fundamentalismus. Am dritten Tage aufgestanden zwischen Deppen. Am dritten Tage aufgestanden zwischen Deppen. Seine Website angegangen. Seine Website angegangen. Sitzen vor seinem Laptop, dem Allzeit Flatline. Sitzen vor seinem Laptop, dem Allzeit Flatline. Von dort wird er kommen, zu parodieren, die Dummen. Von dort wird er kommen, zu parodieren, die Dummen und Trögen. Ich glaube an das World Wide Web mit seinem heiligen Pastafari-Team. Ich glaube an das World Wide Web mit seinem heiligen Pastafari-Team. Gemeinschaft der Pastafari und ihres Monsters. Gemeinschaft der Pastafari und ihres Monsters. Vergebung der Torheit. Vergebung der Torheit. An dem Biovulkan und die Stripperfabrik. An dem Biovulkan und die Stripperfabrik. Amen. Und nun, liebe Brüder und Schwestern, übergeben wir dir unsere heiligen Reliquien. Ja, ob du das machst oder nicht, oder? Ja. Oh ja. Bisschen schräg halten, so. Hier sehen wir unsere erste heilige Reliquie. Fast unübertroffen, wenn es nicht noch die beiden anderen geben würde. Jeder erkennt eine Piratenfahne, denn die Piraten sind sein auserwähltes Volk und die Menschheit stammt von den Piraten ab. Mit den Affen haben wir nur 99,1% Übereinstimmung. Mit den Piraten hingegen 99,9, ein eindeutiger Beweis. Diese Flagge wehte bei der Gründung unserer Kirche über uns. Und es war eindeutig zu sehen, wie sein mutiges Anhängsel, als es uns besuchte, diese Flagge sanft berührte. Seitdem ist diese Flagge uns heilig.
O Wunder, wir preisen dich. Amen. Nun kommen wir zu unserer zweiten Reliquie. Eine kleine Flasche Beck's Green Lemon. Ich weiß nicht, wie es passiert sein konnte. Irgendjemand muss die getrunken haben bei der Gründung. Am nächsten Morgen lag sie auch im Gras. Aber nicht mehr leer, sondern so wie jetzt verschlossen. Und innen drin eindeutig zu sehen, sein mutiges Anhängsel, ein Teil davon. Und du hast das ein Instrument zur Mundhygiene. Wir haben lange überlegt, was wollte es uns damit sagen? Warum diese Zahnbürste? Was hat das mit uns zu tun, mit dem Pastafaritum? Wollte es uns sagen, dass wir uns regelmäßig die Zähne putzen sollen? Diese Wahrheit wäre zu einfach für einen Gott. Dann haben wir überlegt und uns ist aufgegangen, womit putzt man sich denn die Zähne? Mit Zahnpasta. Und seitdem wissen wir, warum für uns Pastafari, die Zahnbürste, ein wichtiges Instrument ist. Oh, oh Wunder, wir preisen dich. Amen. Das größte aller unserer Wunder, die größte aller unserer Reliquien, ist aber diese Rumflasche. Diese Rumflasche ist verschlossen, wie es die meisten Rumflaschen sind. Da fällt jetzt nicht der Verschluss. Aber nicht, nachdem sie von Piraten zum Zwecke des Verzehrs auf eine Party mitgebracht worden sind. Erst recht nicht, wenn nach dieser Party diese Flasche immer noch zu war und der Gastgeber sie zur nächsten Nudelmesse mitgebracht hat. Dort kam es zum nächsten Wunder. Wieder blieb diese Flasche rum verschlossen. Und das dritte Wunder, auch dieser Gastgeber hat sie zur nächsten Nudelmesse wieder mitgebracht und nicht etwa selbst verzehrt. Könnt ihr das verstehen? Nein. Dort haben wir erkannt, das kann nur ein Zeichen von ihm sein. Diese Reliquie, oh Brüder und Schwestern, ist unsere größte und heilige, diese Reliquie, diese verschlossene Rumflasche. O Wunder, wir preisen dich. Amen. Und damit, Bruder Nudlus Longus, bist du nun bis zur nächsten Nudelmesse der Hüter unserer heiligen Reliquien. Der tiefgläubige Pastafari trinkt sich dazu.
Marek, du bist hier gläubig. Ich sehe es dir an. Das heißt, mit einem Knie auf der Erde zu sein. Nudeln von deinen Nudeln an den Nudeln. Tiefgläubigen Pastafari. Nudeln von deinem nudeligen Anhängsel. Und zum Schluss musst du dir selber. Ja, ich muss ja nicht selber nudeln. Nudeln ist von deinem nudeligen Anhängsel. Oh, ein Profi. Ein Profi, ja. Nur noch Spaghetti? Amen. Amen. Lecker. Nudel von deinen Nudeln. Ein Applaus. Amen. Deswegen ist unser Messgewand auch schon so voll Fettflecken passiert. Das sind keine Fettflecken, das ist wertvolles Olivenöl. Heiliges Sekret. Und auch Nudeln von deinen mutigen Anhängseln. Amen. Ja. Jetzt hast du noch die Ehre, zwei neuen Mitgliedern von. Ach nee, erstmal Bier von deinem. Ja, erstmal Bier von deinem. Genau, Kippen. Da warten wir doch schon die ganze Zeit. Das war der Grund, warum wir alle hier sind. Da komme ich mal weg für ihr. Nein, Bier von deinem Bier wohl schon. Amen. Amen. Bier von deinem Biervulkan. Amen. Amen. Bier von deinem Biervulkan. Amen. Bier von deinem Biervulkan. Bleibt sie überstehen. Amen. Bier von deinem Biervulkan. Amen. Du musst mir das geben. Das geht nicht der Reihe runter. Bier von deinem Biervulkan. Amen. Ach, ich weiß schon. Ich nehme mir Bier von meinem Biervulkan. Nein, nein, nein. Ach so. Bier von deinem. Amen. Amen. Und jetzt kommt das, was ich vorlauferweise schon angekündigt hatte. Jetzt darfst du noch Werte lesen. Oder kommt das später? Das hat man eigentlich vorher machen sollen. Nee. Dann machen wir es jetzt. Dann machen wir es. Okay, dann wird das wieder. Monster unser, dass du bist im Himmel. Monster unser, dass du bist im Himmel. Geheiligt werden deine Anhängsel. Geheiligt werden deine Anhängsel. Deine Piraten kommen. Deine Piraten kommen. Deine Soße geschehe. Deine Soße geschehe. Wie im Himmel, so auch auf hoher See. Wie im Himmel, so auch auf hoher See. Unser täglich Pasta gib uns heute. Unser täglich Pasta gib uns heute. Und vergib uns unsere Reiskugeln. Und vergib uns unsere Reiskugeln. Wie auch wir vergeben den Kartoffelessern. Wie auch wir vergeben den Kartoffelessern. Und führe uns nicht nach Kansas. Und führe uns nicht nach Kansas. Sondern erlöse uns von den Fundamentalisten.
sondern erlöse uns von den Fundamentalisten. Denn dein ist die Soße. Denn dein ist die Soße und der Käse. Und der Käse und die Fleischklößchen. Und die Fleischklößchen. In Ewigkeit. In Ewigkeit. Amen. Jetzt zum dritten Mal, diesmal hoffentlich an der richtigen Stelle, der Hinweis darauf, dass noch zwei unserer neuen Mitglieder auf ihren Namen warten und du deshalb jetzt mit ihnen die Taufe vollziehen kannst. Bei uns wird die Taufe nicht äußerlich, sondern innerlich vollzogen. Kennst du schon den Namen? Von ihnen? Von ihr nicht. Dann lass ihn dir ans Ohr sagen. Erstmal. Ah, so. Gut, dann taufe ich dich, Frau Marlina Carbonara. Amen, Schwester. Und ich taufe dich. Einfach Alter. Sensa-Salter. Amen. Und damit seid ihr wirklich absolut vollwertige Crewmitglieder, ein Wort jedes Piratenkirche. Arg! Arg! Jetzt sind wir am Ende, fast am Ende, unserer heiligen Nudelmesse angelangt. Was euch noch fehlt, ist die Predigt von mir. Dazu dürft ihr euch setzen. Udo Spaghettos, wo predigst du? Stehst du da jetzt hier? Oder? Dein Mikrofon wollte am besten passen. Hast nämlich noch mal schnell. Kannst du mal in deine Kamera schauen, ob das richtig eingestellt ist? Ich sehe das wie meine Kamera. Ich habe es okay. Liebe Brüder und Schwestern, tapfer Piraten, stolze Freibeuterin. Meine heutige Predigt widme ich dem feinen Unterschied. Dem feinen Unterschied, der besonders in der Seefahrt so, so wichtig ist. Er gibt uns wichtige Orientierung, um den Feind, seine Taktik, seine Strategie richtig einschätzen zu können und richtig zu reagieren. Ihr wisst alle, wie es zurzeit auf den Weltmeeren aussieht. Seit jeher dominieren die Schiffe des schwarzen Benedikt die Meere. Niemand konnte seinen Kurs frei selbst bestimmen. Es durfte einfach nicht vorkommen, den Kurs seiner Schiffe zu kreuzen. Niemand durfte seine Schiffe nach eigenen Vorstellungen bauen. Sie durften einfach nicht größer und heller als seine sein. Niemand durfte seine Crew nach seinen eigenen Erfahrungen des Segelns lehren. Es musste so gesegelt werden, wie der schwarze Benedikt das wollte. Ihr wisst, das hat sich in letzter Zeit sanft, aber unaufhaltsam geändert. Der rote Giordano widersetzte sich mehr und mehr dem Diktat Benedikts, baute eigene Schiffe, suchte seine eigene Crew und schulte die nach seinen Erfahrungen. Die Schiffe waren schneller, hatten größere Kanonen und konnten mehr Beute laden. Das wollte Benedikt nicht dulden. Er war klug und erkannte, das Alte war nicht mehr gut genug. Wollte er nicht jeden Einfluss auf den Weltmeer verlieren, musste auch er neue Wege gehen. So entwarf er ein neues Schiff, besetzte es mit einer neuen Generation von Seefahrern und nannte es deshalb Generation Benedikt.
Er rüstet es voll und modern aus, stellte neue Regeln für seine Fahrensleute auf und schickte es auf die sieben Meere. Das Schiff war nicht groß, es hatte keine Kanonen und doch, es entfaltete seine Wirkung. In den Seemannskneipen zeigte sich die Mannschaft großzügig, teilte Rum aus, trank besonders gern mit den Kapitänen und überzeugte die dabei, wenn der Einfluss Benedikts zu Ende ginge, würde auf den Weltmeeren das Chaos ausbrechen. Ein Argument, dem auch viele Kapitäne folgten, die bisher zum Roten Giordano standen. Sehr zum Ärger ihrer Mannschaft. Denn mit dessen Regeln waren die viel besser gefahren. Das führte natürlich zu Unruhe unter den Mannschaften und sie beschlossen, ihre Beute zusammenzulegen und davon ein eigenes Schiff auszurüsten. Die Generation Giordano. Das sollte die Generation Benedikt neutralisieren und so dem Roten Giordano wieder zu mehr Einfluss verhelfen. Eine Idee, die sich sofort unter den Seesparern herumsprach. In Massen opferten sie ihre Goldstücke. In Rekordzeit war das neue Schiff gebaut und bekam eine riesengroße Crew. Die Anker wurden gelichtet, doch schon beim Auslaufen auf dem Hafen zeigte sich, sie hatten vergessen, Kapitän und Steuermann zu wählen. Sie hatten auch keine Seekarten an Bord. Und so wussten sie nicht recht, wohin eigentlich steuern. Keine guten Zeichen. Doch das Schlimmste war, sie begannen sich zu streiten. Einer von ihnen hat ein Buch mitgebracht und fing an, in der Mannschaftskajüte daraus vorzulesen. Ein Buch, das behauptete, manche Seeleute würden manches besser können als andere. Hein, so hieß der Mann des Buches, durfte nicht mehr aus dem Buch vorlesen. Ein großer Teil seiner Kollegen fand es einfach unverschämt, mit solchen Behauptungen die alte Lehre, alle Seefahrer könnten alles gleich